Herzlich willkommen. Christian, 23 Jahre alt. Jo, hallo. Hi, Christian. Na, grüß dich, Domian. Ich bin, also sag mal, vor 4 Tagen ungefähr aus dem Knast abgehauen, kann man nicht, kann man doch sagen. Also ich hatte Urlaub gehabt, Ausgang. Und bin jetzt noch nicht zurückgekehrt, sagen wir mal so. Ne? Und ich hab's vor, auch nie wieder zurückzugehen, weil ich noch 2 Jahre zu sitzen hab. Wie viele Jahre noch? 2 Jahre habe ich. 2 Jahre? Zwei. Du hast noch 2 Jahre vor dir? Habe ich noch vor mir jetzt. Ja. Ne? Ich habe momentan keinen Bock mehr reinzugehen. Ich habe das so satt alles da drinnen. Christian, wie lange warst du denn schon im Knast? 1 Jahr und 6 Monate knapp war ich jetzt. Ne? Und weswegen bist du verurteilt worden? Also Einbrüche waren das etliche und Hehlerei und so kleine Delikte meistens. Dealerei, Einbrüche und sowas. Ja. Und wie viele Tage Urlaub hattest du? 3 Tage habe ich gekriegt. 3 Tage? Also mit Abreise. Und alles Abreise. Und du bist jetzt, habe ich gerade nicht ganz mitbekommen, wie viele Tage? 4 Tage bin ich jetzt schon draußen. Bist du überfällig? Überfällig. Ja. Und wo hältst du dich jetzt auf? Momentan in Deutschland bin ich. Davon bin ich ausgegangen, ja. Also du bist irgendwie bei jemandem untergeschlüpft. Bei dem Freund oder was? Bei einem Kumpel bin ich untergeschlüpft. Und du bist fest, du hast das feste Vorhaben, nicht mehr zurückzugehen. Ja, ich überlege mir jetzt, ob ich ins Ausland mache, aber da ist die große Frage, was mache ich im Ausland? Ich habe kein Geld weiter. Das wäre erstmal kein Problem, das zu beschaffen. Aber meistens halt auch die illegale Weise dann. Dann, wie lange ich das durchhalten tue, dann muss ich auch wieder rein, dann kommen ja neue Prozesse. Das ist ein Teufelskreis. Weißt du, was alles schon in Gang gesetzt wurde, um dich wieder zu finden? Hast du irgendwie Verbindungen, Kontakte? Ich nehme schon mal an, eine bundesweite Verhandlung und das wird sich dann ausweiten. Also, so sicher bin ich mir da auch nicht. Jetzt wundere ich mich natürlich sehr. Du bist in einer für dich sehr heiklen Situation, dass du hier in aller Öffentlichkeit mit mir redest. Warum? Weil ich keinen Ausweg muss, ich zum Psychologen, sagt man, ey, zum jemand irgendwie anvertrauen kann man sich nicht richtig da. Die verstehen ihn nicht richtig und momentan bin ich am Ende auch schon, sagen wir so. Dir geht es natürlich extrem beschissen, ne? Extrem, weil da natürlich null Perspektive ist und du gar nicht weißt, was jetzt weiter passieren wird. Und Angst, dass mich irgendwann mal datzen und. Christian! Jetzt redet hier kein Moralapostel, sondern hier redet einfach der Domian mit dir. Ja. Wenn du das weiter durchziehst, was du jetzt angefangen hast, bist du auf dem allerbesten Weg, dein Leben noch mehr kaputt zu machen, als du es vielleicht jetzt schon gemacht hast. Jetzt hast du ja die Chance. Bist du zum ersten Mal im Knast? Das zweite Mal. Jetzt hast du mit der U-Haft und jetzt direkt in Strafhof das erste Mal. Okay. Du hast ja die Chance. Du bist, wie alt, habe ich gesagt, 23 Jahre alt. Bei allem Verständnis, dass es nun in unseren Gefängnissen nicht zugeht wie in 5-Sterne-Hotels und dass hier vieles bis oben steht, ist alles gar kein Thema, habe ich Verständnis, wir brauchen nicht drüber reden. Aber du hast die Chance, danach, wenn du deine Strafe absitzt, wenn es auch noch über 2 Jahre sind, ein neues Leben anzufangen. Was du jetzt vorhast, ist absolut Banane. Absolut Banane. Du bist immer der Gehetzte. Man wird dich irgendwann sowieso kriegen und dann wird das Ganze und für dich alles noch viel, viel schlimmer und viel komplizierter. Und du reitest dich noch viel mehr in die Scheiße rein, als du jetzt schon drin steckst. Ja, stell dich so schnell wie möglich. Ruf heute Abend noch die Polizei an, in dem Ort, wo du dich aufhältst. Ah, das ist welche. Da gibt es ja Arrest dann wochenlang und Christian, ich würde. Du denkst dir vielleicht, der darf jetzt gar nichts anderes sagen, weil er da im Fernsehen sitzt. Ich schwöre dir, unter uns Kumpels, wenn wir beide jetzt irgendwo in der Kneipe sitzen würden, ich würde dir genau dasselbe sagen. Beiß die Zähne zusammen und stell dich und zieh den ganzen Kram durch. Wenn du dich jetzt freiwillig stellst, wird das wahrscheinlich alles irgendwie noch hinzubiegen sein. Wenn du jetzt aber ins Ausland machst, wie du gerade gesagt hast, wird hundertprozentig alles viel, viel schlimmer. Du wirst international gesucht werden. Irgendwann werden sie dich kriegen. Du wirst immer in Angst leben. Du wirst immer wieder auch in die Versuchung geraten, illegale Dinge zu machen, um dich über Wasser zu halten. Es gibt überhaupt kein Licht am Tunnel, wenn du jetzt so weitermachst. Allein habe ich auch keine Lust, aber gibt es irgendwie einen Psychologen, mit dem ich da mich bereden oder aussprechen kann, damit ich mir hingehen kann? Oder das ist alleine. Zur Polizei meinst du? Du würdest mit einem Psychologen zusammen zur Polizei gehen? Ja. Oder mit sowas in der Art. Ja, pass auf, dann werden wir es folgendes machen.
Leg du jetzt mal auf. Ja. Wir werden uns sofort wieder mit dir in Verbindung setzen, mit meiner Psychologin, mit der Annette. Mhm. Und dann werden wir das versuchen noch einzufädeln, heute Nacht, okay? Ja, das wäre mir nett, ne? Bitte? Das wäre mir nett, also lieb wäre mir das, ne? Das wäre dir lieb. Da bitte ich jetzt auch die Regie, dass die Annette sofort in Aktion tritt. Aber dein Wort gibst du mir jetzt, dass du gleich wieder ans Telefon gehst und dich dann auch mit meiner Psychologin über die entsprechenden Schritte unterhältst. Ja, mach ich, ne? Okay. Geht lang, ne? Sofort, leg mal auf. Ich danke dir auch. Gleich geht's weiter. Christian, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, ciao. Tschüss.